Es ist ein völlig unwürdiges Schauspiel und ich rede jetzt nicht über einen AfDler, ich spreche über Dr. Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, der jetzt von dieser selben Behörde als Rechtsextremist beobachtet wird. Er hat selber über 20 Seiten Antwortschreiben veröffentlicht vom Bundesamt für Verfassungsschutz an ihn, weshalb er denn überhaupt beobachtet werde. Und siehe da, es steht absolut nur vollkommener Blödsinn drin und absolut nichts, was in irgendeiner Weise belegen würde, dass der werte Herr Dr. Maaßen die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wolle. Da stehen dann Zitate von gewissen Posts drin, die aber komplett durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind. Die gibt es ja nämlich auch noch bei uns nach dem Grundgesetz. Und es stehen Aussagen drin, wie dass irgendjemand über ihn behauptet habe, er sei ein Patriot. Ein Reichsbürger soll das behauptet haben, ein guter Republikaner sei Hans-Georg Maaßen. Und da habe ich mir in erster Linie die Frage gestellt, also wenn ein Reichsbürger etwas sagt, dann denkt er doch eigentlich ans Deutsche Reich. Wenn also der Herr Maaßen ein Republikaner ist, dann verteidigt er doch gerade die demokratisch-freiheitliche Grundordnung, oder nicht? So geht es in einem Fort über 20 Seiten hinweg angeblichen Beobachtungsmaterials, wo mittlerweile nicht mehr das zählt, was man selbst tut. Und auch nicht das zählt, was man selbst sagt, sondern offensichtlich die Dinge zählen, die andere über einen sagen. Das sind keine Methoden eines demokratischen Bundesverfassungsschutzes. Das sind Methoden einer Stasi von Nancy Faeser, die ja bereits dafür aufgefallen ist, dass sie mehrere Leute mal eben rausgekantet hat, auch aufgrund völlig falscher Vorwürfe, die entsprechend in die Welt gesetzt worden sind. SED Nancy Faeser hat einen Bundesverfassungsschutz, der nicht die Verfassung schützt, sondern versucht, die Regierung gegen alles zu verteidigen, was die Regierung kritisiert. Das ist nicht an sich rechts, das ist auch überhaupt nicht Nazi, das ist auch nicht gegen die demokratisch-freiheitliche Grundordnung. Auch etwas krasse Aussagen sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Mit Nancy Faeser und dieser Ampelkoalition aber wird jede Aussage, die diese Koalition kritisiert, die ihren Irrweg der sozial-ökologischen Transformation, der Massenmigration kritisiert, in Abrede gestellt. Und überhaupt, die wesentlichen Themen werden damit zur Diskussion verboten. Massenmigration, die Gründung einer islamistischen Partei, die Erosion unserer Sicherheit in Deutschland, der Wegfall, die Vernichtung unserer Wirtschaft, all das ist jetzt verfassungsfeindlich und für Beamte kann es in der Streichung ihrer Pension enden. Das ist das Gegenteil von Freiheit und Demokratie. Das ist demokratisch, so wie es die DDR definiert hat. Diese Regierung muss weg, sonst wachen wir früher, als wir dachten, wieder in der DDR auf.